Auch das ist ja alles andere als optimal für die Vorbereitung. Also gestern, aber da muss der Ball auch zu ihm kommen, weil die anderen vier Herren, die mit ihm da auf dem Parkett stehen, die sind diesbezüglich eher weniger stark. Erster Fechter, 11 Punkte Rückstand. Sie brauchen schnelle Abschlüsse, Hochtempo-Offensive. TJ Bray, oh, wunderschön, wunderbar. Rubin, draußen. 3 Punkte, Augustin Rubit. Weil wenn die Bamberger switchen in der Defensive gegen die Fechtaner, dann wird es natürlich sehr, sehr tough für Alexander. Aber er strahlt natürlich eine Präsenz unterm Korb aus. Das, was wir an Low-Scoring gerade im ersten Viertel hatten, das wird jetzt von beiden Mannschaften wieder wettgemacht. Christen, Fechter, sie haben wohl ein bisschen die Lehren ziehen können. Aber heute ist es wieder Fechter-Dominanz und das ohne die Leistungsträger auf den großen Positionen. Ich musste auch so ein bisschen auf die anderen Ergebnisse gerade schauen. Ich habe mir jetzt die Freiwürfe gar nicht angeguckt. Also ist echt, so ein letzter Spieltag ist ja schon immer auch spannend. Und jetzt mit Problemen. Und in der Offensive bereits mit 3 Turnover. TJ Bray. Ja, das ist wie aufgemalt. Das ist... Acht Pünktchen bislang für Jena in diesem